Hallo meine lieben Freunde, hier ist mal wieder euer Camperbox LP und willkommen zurück zu Let's Play Global Agenda. Wir sind hier noch im Intro oder Tutorial, wir waren schon hier auf den Straßen etwas weiter, aber weil ich da beendet habe, müssen wir das jetzt nochmal neu machen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil es war ja nicht so schwierig. Ja. Und deswegen machen wir das auch jetzt neu. Und besiegen dann hier die Gegner. Ich werde gleich noch mit einem anderen Freund, den ihr vielleicht schon kennt, die Superbehinderten, ein weiteres Video aufnehmen. Mit dem habe ich auch schon öfters ein Video gemacht. Ja, wenn wir dann auch von Global Agenda natürlich, aber dann werde ich, nicht ich als Wrecken spielen, sondern er spielt dann ein Wrecken und ich werde einen Medic spielen. Oh, jetzt haben wir keine Energie mehr. Oh, lädt sich aber schnell auf. Raketen was ausweichen. Bisschen Schaden bekommen wir hier. Sind noch irgendwo Gegner? Nee, dann geht's wohl hier entlang. Ja, er wird dann Wrecken spielen. Ich werde Medic spielen. Passt besser zusammen als zwei. Oh, zwei Wreckens. Hier ein bisschen mal herumlaufen. Dann von hinten wieder auftauchen. Nice job, Agent. Proceed through the gate to the subway station up ahead. Und die Gegner schnell mal besiegen. Oh, dann machen wir uns unsichtbar. Und dann schon mal in Reichweite zu dem Raketenturm dazu kommen. Oder? Ja. Schießen wir den mal zuerst ab, dann wechseln wir wieder auf unsichtbar und rennen etwas weiter zurück in Deckung. Oh, das hat nicht geklappt. Dann schießen wir sie alle eben ab. So, ich drück mal auf R, dann regenerieren wir schon mal Leben, weil wir müssen jetzt gleich da runter gehen. Schießen wir hier noch die letzten paar ab. Haben wir wieder volles Leben. Und da ist noch ein Security Android. Gut, dann gehen wir wieder runter. Ach ja, im letzten Teil war das Spiel ja bei mir auf Englisch. Ich habe es jetzt auf Deutsch gestellt. Na? Und jetzt kann man auch. Ja, jetzt kann man auch, wenn man auf U drückt. Okay, nicht gerade. Erstmal die Gegner da besiegen. Verdammt. So, wenn man auf P drückt, meinte ich natürlich, sieht man Geisterschwert, Schurken SMG. Sprinttarnung ist jetzt alles auf Deutsch gestellt. Ja, und dann gehen wir mal hier runter. Und da spawnen Gegner. Schießen wir dann auch ab. Waren das alle? Ja. Dann fliegen wir mal mit dem Jetpack weiter. Hier runter. Es wird jetzt nicht so ein langes Video, weil wenn das Tutorial hier gleich zu Ende ist, werde ich wahrscheinlich aufhören mit dem Video und dann werde ich später mit meinem Kumpel zusammenspielen. The door to the hideout is secured with a console using a dynamic encryption system. The Commonwealth equipped you with another implant to crack these systems that will allow you to see and automatically decode it if near enough. Ja. It looks like some of Agency Zero's old security turrets are still around, but will not yet recognize you as an ally. You can use your stealth to get behind them and take them out. Oh ja, gut. Das war jetzt nicht so schlau. Wusste ich auch gar nicht, dass das passiert. Dann sind wir jetzt wohl gestorben. Naja, aber zum ersten Mal. Und ich weiß gar nicht, was man hier noch machen muss. Wie schon gesagt, habe das lange nicht mehr gespielt. Aber wir müssen da diesen Punkt einnehmen, so wie es aussieht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, für jede Klasse wird das anders sein, was man da machen muss. Oh, und da sind ganz viele Security-Roboter.
probieren wir mal diese Feuerbombe aus. Und die sieht doch ganz gut aus, diese Feuerbombe. Okay, wir werden jetzt kurz mal uns heilen. So wie es aussieht, spawnen da immer mehr Leute. Ja. Wir schleichen uns dann gleich einfach an denen unsichtbar vorbei. Auf 3 war das. So, dass die auch nichts mitbekommen. Und hier stehen auch schon welche. Können wir das hier denn unsichtbar einnehmen? We can't get you out of there unless you can decrypt that system. Stay near the console, so your implant can crack the encryption. Ja, das war wieder nicht. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich glaube, wir schießen gleich einfach mal die Geschütze da ab. Dann werden wir mal gucken, ob das was bringt und ob man die überhaupt abschießen kann. Oder ob man das einnehmen muss. Ich weiß es nämlich ehrlich nicht. Fliegen wir mal erstmal dahin und hier sind dann die ganzen Roboter. Regenerieren wir erstmal was Energie. Schleichen uns dann hier an denen vorbei. Sieht nicht so aus, als würde das einnehmen, so. Ja, die kann man kaputt machen, die Geschütze. Ach so, man muss hier ganz nah dran gehen, um das einzunehmen. Ich glaube, dann hätten wir das auch. Nee, unsichtbar geht aber trotzdem nicht. Na gut, dann nehmen wir das jetzt so ein. Die haben uns gesehen. The way is clear for you now. Just a short run and you're out of the city. We'll meet you at the end of the tunnel. Schießen wir die einfach mal von hier aus alle ab. Das war vielleicht nicht so das Beste, was wir machen konnten. Aber sie sehen uns nicht mehr. Schleichen wir uns hier mal. Ach, da geht's lang. Gut zu wissen. Laufen wir jetzt mal hier entlang. Gut, ich glaube, gleich sind wir dann auch schon draußen. Ich habe aber jetzt noch Lust, eine Feuerbombe zu werfen. Oh, hat Paar besiegt. Und dann fliegen wir einfach mal weg. Schießen noch ein paar ab. Einfach, weil ich das so lustig finde, wenn da so viele Gegner sind. Naja, dann laufen wir aber auch mal zum Ende. Oh, ach, das sind jetzt Geschütztürme von uns. Kann man auch keinen Schaden machen. Und, ach, da kommt jetzt ein Raumschiff, das uns abholt. Ja. Gut, und das war dann jetzt auch gleich schon das Tutorial, aber ich glaube, ich werde noch so die ersten Quests zeigen und das Hauptzentrum. Ja, jetzt fliegen wir weg und da Dome City, das ist so das Hauptzentrum der Guten. Da kann man dann auch raus und da kann man dann eben kämpfen. Im Dome City kann man nicht kämpfen. Naja, aber ich werde dann, oder? Nee, ich werde das jetzt auch beenden, weil ich werde ja eben mit meinem Medic spielen. Dann werde ich die ersten Quests mit meinem Medic zeigen. Und deswegen, nach dem Video hier, werde ich das dann beenden, das Video. We're here, Dome City. The boss will want to see you before you get settled in. Mind your reaction to him, though. He's, he'll see. Come on.
My compliments, Croft. You did well. Glad to get another one out, sir. I'm Dalton Bancroft, and this is my city, Dome City. I meet with all those who shelter here, and I feel a person has the right to see the face of those they deal with, however unpleasant that may be. Das Gesicht sieht etwas beschädigt aus und ja, Haut und alles wurde mit Metall ersetzt. Ist jetzt wohl ein Cyborg. To tactical squads in Alliance building. As long as you stand against the Commonwealth, you will find asylum and relative peace within my city. Ja, gut. Dann geht's jetzt weiter. Hier sind die Zonen angezeigt. Werde ich aber jetzt nicht zeigen oder so. Dann wäre hier schon erstes Quest. Das ist Dome City. Wir sind hier, glaube ich, was schneller, haben aber keine Waffen und so. Und es leckt gerade hier drin, aber das wird sich gleich, glaube ich, aufheben, wenn sich das mal etwas aufgebaut hat hier drin. Hier kann man auch schon andere Leute sehen. Hier ist jetzt ein Medic Level 6, die man sieht. Und jetzt drücken wir mal P für Ausrüstung. Haben wir irgendwas Neues bekommen? Hier kann man noch Rüstung machen. Aussehen kriegt man auch noch. Ja, ich habe schon viele Farben von anderen Charakteren von mir. Hier sind die Skills, haben wir noch keinen Punkt, den würden wir dann ja später bekommen. Stats, unser Inventar, habe ich auch schon recht viele Sachen noch von meinen anderen Spielständen. Dann sage ich aber mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Camperbox-LP. Das nächste Video werde ich mit einem Kumpel machen und als Medic spielen. Dann bis zum nächsten Mal, ciao.